Hallo. Aus gegebenem Anlass widmen wir uns heute einer Frage, die mich erneut, aber auch sehr oft auf den diversen Kanälen erreicht. Und zwar ist es: Wie kann ich gerade hobeln? Immer wenn ich hobel, dann hobel ich einen Keil. Einen Keil? Was meinst du? Ich weiß es und ich werde es euch jetzt zeigen. Und ich werde euch auch die Lösung für das Problem an die Hand geben, wie ihr es schafft, eine Fläche genau gerade und parallel zu einer anderen zu hobeln. Dafür gehen wir jetzt 1 Meter weiter nach vorne zum Multifunktionstisch, denn da können wir besser von allen Seiten sehen, worauf wir achten müssen. Und dann erkläre ich es euch. Was bedeutet jetzt, einen Keil zu hobeln? Es kann ja zum Beispiel sein, wir stellen uns vor, das ist eine Schubladenfront, die wir ein bisschen minimal an dieser Kante dünner hobeln wollen. Wichtig dabei ist in der Regel ja, dass diese beiden Kanten hier nach wie vor parallel bleiben. Und ein Keilhobeln bedeutet, übertrieben gesagt, dass ich zum Beispiel hier deutlich mehr Material wegnehme. Also so einen Keil, jetzt sehr übertrieben gesagt, hobel, also am Ende. Oder hier am Anfang. In der Mitte passiert das meistens nicht. Wir haben meistens diese Keilform am Anfang und am Ende. Woran das liegt, sehen wir gleich. Das ist eigentlich logisch. Aber es ist ein klassisches Problem, wenn wir mit dem Hobeln anfangen, dass eine der beiden Seiten deutlich weniger Material hat, als wir in der Mitte haben. Und dadurch ist natürlich unser Stück dann nicht mehr parallel. Und wenn wir es einpassen wollen, sehen wir, dass wir da ein Problem haben. Wodurch kommt das jetzt aber eigentlich? Ganz einfach. Wir spannen das Stück Holz mal hier ein und gucken uns das an. Die erste Frage, die man sich natürlich stellen könnte, ist: Ist mein Hobel vielleicht falsch eingestellt? Liegt es daran, dass ich ungleichmäßige Hobelergebnisse habe? Die Antwort ist in der Regel: Nein, ist es nicht. Wir müssen aber etwas unterscheiden. Es gibt ja den Prozess des Abrichtens, den ich euch oben einmal verlinke. Da ist es so, dass wir am Anfang höhere Stellen erstmal angreifen wollen. Das heißt, wir wollen wirklich hohe Stellen minimieren, fangen vielleicht an, dass wir erstmal nur hier hinten hobeln, weil wir wissen, wir haben hier eine hohe Stelle. Wenn wir jetzt aber einfach nur auf der gesamten Fläche die Dicke verändern wollen, dann ist es eigentlich ganz einfach. Wir wollen einfach über die gesamte Fläche einen gleichbleibenden Span entfernen. Das klingt jetzt natürlich wesentlich einfacher, als es ist. Ein grundsätzliches Problem ist, wenn wir das machen, dass wir hier hobeln. Jetzt hätten wir einen gleichmäßigen Span. Das Problem ist, dass wir daran denken, wie das Ganze bei YouTube aussieht. Und da bin ich wahrscheinlich auch nicht ganz wenig schuld dran. Wir sehen oft, dass die Leute ungefähr so hobeln. Das sieht super einfach aus, sieht aber auch nach viel Kraft aus. Und Kraft ist genau das, was wir eigentlich nicht brauchen. Denn wir wollen ja präzise etwas abhobeln. Und gerade am Anfang ist das Schwierigste, die Kraft richtig einzuteilen, denn wir wollen ja hier am Anfang genauso viel Kraft und Druck auf dem Hobel aufbringen wie hier hinten. Und der Unterschied ist, hier ist der Hobel ganz nah bei mir, hier hinten ist er ganz weit weg. Und die Übung, die wir machen müssen, ist versuchen, die ganze Zeit gleichmäßig viel oder auch wenig Kraft aufzubringen. In der Regel ist es ja wenig, der Hobel macht ja die Arbeit. Was dabei helfen kann, was ich herausgefunden habe für mich ist und was viele andere auch machen, gar nicht in diesen Powergriff gehen. Wir wollen den Hobel nicht zerbrechen, sondern wir wollen einfach nur führen. Und was wir dabei machen können, ist, wir können hier oben ganz leicht Druck auf den Hobel ausüben und schieben ihn von hinten einfach nur. Zack. Und da haben wir wieder unser gleichmäßiges Hobellöckchen. Was dabei auch wichtig ist: Man neigt am Anfang gerne dazu, so ein bisschen zu kippen oder zu sehr nach unten zu drücken. Man muss einfach so ein bisschen versuchen zu fühlen, liegt diese Fläche hier gut auf? Wir haben ja hier ein ganzes Stück, bis das Hobelmesser anfängt. Dann, wie gesagt, leichten Druck ausüben und den Hobel einfach nur führen. Ohne viel Kraft. Was hier hinten natürlich das Gleiche ist, man neigt dazu, hier hinten hoch zu gehen. Das heißt, wir kommen aus einer Bewegung, die wie so ein Schiff aussieht. Das ergibt sich ein bisschen durch unsere Physik und durch das, was wir machen. Wir wollen mit Schwung hier hobeln, aber ganz wichtig, einfach gleichmäßig führen. Und dann ist das kein Problem. Und wir sehen auch hier, der Hobel ist mit seinem Messer schon über das Stück Holz hinaus und trotzdem liegt er flächig auf. Das heißt, auch hinten mit der Hand, wir führen den Hobel und halten ihn ganz leicht runter. Und da kommt noch ein weiterer Vorteil ins Spiel,
den ich euch gleich am Tisch zeige, wenn wir uns zwei verschiedene Hobel einmal angucken. Streng genommen sind es jetzt drei Hobel und ich habe immer befürchtet, dass dieser Moment irgendwann kommt. Ich habe eine Küchenwaage in der Werkstatt. Naja, der Unterschied ist, wenn ich die Waage jetzt einmal anmache, wenn wir diesen Hobel drauflegen, das ist ein alter Stanley-Hobel, dann wiegt der 1592 Gramm. Wenn wir jetzt den Diktum-Hobel nehmen, dann wiegt der 2240 Gramm. Und wenn wir jetzt den Lee Nielsen nehmen, dann wiegt der 2261 Gramm. Was wir also merken, das klingt von den Zahlen nicht nach viel, aber wenn man sie in die Hand nimmt, das wisst ihr vielleicht auch, wenn ihr schon mal einen anderen Hobel in der Hand hattet, einen schwereren, diese beiden haben einen deutlichen Gewichtsunterschied, wirklich sehr, sehr spürbar. Wofür ist das gut und warum ist das so? Ich hatte es schon mal gesagt, früher war Stahl relativ teuer. Das heißt deswegen auch die dünnen Messer und alles und so weiter und so fort. Das heißt, der Hobel an sich ist relativ leicht. Je leichter der Hobel ist, desto schwieriger ist es natürlich verhältnismäßig, ihn flach aufzulegen, weil das Eigengewicht ihn nicht nach unten drückt. Deswegen sind diese beiden Hobel deutlich schwerer. Wenn ich sie hinlege, dann liegen sie aufgrund des Gewichts einfach von sich aus schon sehr schön flach und plan auf. Das heißt, was im ersten Moment vielleicht nervig ist, boah, der Hobel ist schwerer, das ist dann vielleicht auch schwerer, damit zu arbeiten. Nein, ist ganz im Gegenteil vielleicht sogar eher ein Vorteil, weil je leichter das Werkzeug ist, desto eher neigen wir zu solchen Sachen hier, dass wir diesen Hobel einfach unkontrolliert in Richtung heben, in die er gar nicht soll. Das heißt, das Gewicht spielt tatsächlich eine relativ große Rolle. Wo das ganz anders ist, ich latsche einmal professionell nach hier hinten, ist der Japan-Hobel. Da haben wir ja nochmal ein völlig anderes Prinzip des Hobelns. Auch da, das haben wir uns hier schon mal angeguckt, geht es eigentlich um genau das Gleiche. Wir wollen nicht mit einem riesen Kraftaufwand hobeln, sondern wir wollen als Mensch den Hobel einfach nur führen. Und ich finde, dass das Hobel mit einem Japan-Hobel das sehr, sehr gut veranschaulicht und einem auch sehr einfach klar macht, wie wenig Kraft ich eigentlich brauche. Und wenn ich das bei diesem Hobel verstehe, dann kann ich es auch bei diesem Hobel, bei einem Metallhobel, sehr einfach anwenden. So war es zumindest bei mir. Das hat mir wirklich beim Lerneffekt dieses Aha, Hobeln ist nicht Manpower, auf Dauer natürlich schon, aber nicht, weil wir den Hobel ins Holz rammen wollen. Das Hobeln kommt durch den Hobel, durch die plane Sohle und durch das super scharfe Hobelmesser. Eine Sache gibt es natürlich auch noch, die oft gefragt wird, sollte man das Stück Holz nicht gerade einspannen, also genau in einer Ebene zur Hobelbank? Das ist genau wie beim Sägen auch. Das gucken wir uns gleich an. Das kann helfen, wenn wir wirklich gar nicht anders wissen, wie wir weiterkommen sollen. Aber grundsätzlich ist es so, dass Muscle Memory, das gibt es tatsächlich, sozusagen der Gewöhnungseffekt, die Muskeln merken sich, was soll ich machen. Das ist beim Sägen auch so. Ich kann das Stück theoretisch gesehen so schräg einspannen, wie ich will und trotzdem immer gerade auf der Linie sägen. Einfach, weil ich eine Verbindung zwischen meinem Auge und dem Arm habe und weiß, was ich machen möchte. So ist es beim Hobeln auch. Ihr müsst das Stück Holz nicht gerade einspannen. Gerade am Anfang kann es aber helfen. Und was da besonders helfen kann, das zeige ich euch jetzt wiederum da hinten an der Hobelbank, denn es gibt natürlich einen Trick, den jeder anwenden kann. Ein ganz einfacher Trick für den Anfang, wenn ich einfach sage, ich bin noch nicht so weit, ich habe dieses Gefühl für den Hobel noch nicht, ist, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt hier einmal lang hobeln, dann kann ich das Ganze einfach so einspannen, dass ich genau diese Linie, das wird jetzt natürlich hier bei dem größeren Stück etwas knifflig, ohne dass ich mir die Finger einspanne, kann ich mir das Ganze natürlich so einspannen, ich hätte den Strich weiter unten machen sollen, dass ich sozusagen nicht tiefer hobeln kann. Das heißt, ich spanne es mir an der Werkbank so ein, dass genau am Strich sozusagen die Werkbank anfängt. Jetzt würde jeder sagen, nein, nein, dann hobel ich doch in meine Hobelbank. Richtig, wenn ihr das nicht wollt, weil ihr eine neue Hobelbank habt oder wie auch immer, dann könnt ihr natürlich auch einfach von beiden Seiten euch einen geraden Opferanschlag anzwingen. Das heißt, ihr zwingt euch einfach ein Stück MDF, ein Stück Multiplex, irgendwas, was schön massiv ist, von beiden Seiten gegen das Stück Holz, so dass ihr auf beiden Seiten genau an der Linie endet. Das heißt, ihr könnt so lange hobeln, bis der Hobel auf einmal anfängt, beim Multiplex zu greifen. Dann wisst ihr spätestens, ich bin schon fertig. Und ihr könnt dann auch sehr genau überprüfen,
Muss ich irgendwo noch mehr hobeln? Habe ich vielleicht doch wieder leichten Keil gehobelt? Oder habe ich es vielleicht sogar geschafft, in der Mitte eine Aushöhlung reinzuhobeln, was eher schwierig ist, aber auch das kann passieren. Da kann so ein Opferanschlag natürlich sehr einfach helfen. Man kann den mit zwei Zwingen festzwingen und das Ganze dann in die Vorderzange oder direkt in die Vorderzange. Das ist relativ einfach. Und so solltet auch ihr eigentlich sehr schnell zu den Ergebnissen kommen, die ihr gerne hättet. Ganz wichtig ist, macht euch immer klar, es sieht bei YouTube so aus, wenn wir in den Schnellszenen hier wow, richtig Gas geben. Es ist aber kein Kraftakt in der Regel, sondern das, was die Kraft und die Ausdauer benötigt, ist die Menge des Hobelns, nicht die Kraft beim einzelnen Hobelschlag. Und ganz, ganz wichtig, was ich am Anfang gesagt habe, unterscheidet zwischen den beiden Hobelaufgaben. Wollen wir ein Stück wirklich abrichten, wollen wir also punktuell Stellen angreifen und da auch sehr aggressiv hobeln, oder wollen wir vollflächig einfach nur eine Fläche mehr oder weniger fügen, also ganz wenig Material entfernen, um dann genau auf unser Fertigmaß zu kommen. Ich hoffe, dass euch diese einfach klingenden und auch eigentlich umsetzbaren Tipps dabei helfen, eure Hobelergebnisse zu verbessern. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was für euch der beste Hobeltipp war, den ihr je bekommen habt oder wo es bei euch hapert. Denn genau durch solche Mails können wir solche Fragen klären. Und ganz wichtig auch nochmal, diese Keile kenne ich sehr gut. Auch ich konnte am Anfang nicht gut hobeln und genau deswegen konnte ich euch heute ja auch erklären, was mir dabei geholfen hat. In diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.